Servus Leute, willkommen zurück zu Breath of the Wild. Mir ist aufgefallen, dummerweise, ich habe in der Tasche eine Hose, die mir verbesserten Schutz gibt. Warum ich die nicht schon lange anhabe, ich weiß es selber nicht. Eine Hylia-Hose. Ich glaube, in den E3-Gameplay-Trailern auch ein Hylia-Gewand gesehen zu haben, aber ich habe keine Ahnung, wo es das gibt. Ist auch nicht so wichtig. Ich kaufe mir sowieso bald meine erste Rüstung. Ich habe 512 Rubine. Wenn wir noch Diamanten und so verkaufen, dann kommt da ordentlich was bei rum. Und jetzt müssen wir erstmal hier in den Wald. Ein Schleim. Ich muss mal dran denken, die langsam ins Handbuch hinzuzufügen. Nicht, dass es wieder irgendwie so einmalige Bosse gibt, die ich wieder vergesse. Ein Bockblin. Wow, lass mich in Ruhe. Ich will jetzt nicht kämpfen. Geh weg. Ich habe genug Monstermaterialien für von euch. Ich brauche das gerade nicht. Und ich muss meine Waffen schonen. Obwohl ich, glaube ich, noch 3 Schwerter oder so im Inventar habe, die total unbenutzt sind. Ich muss mal... Hier war das, wo der alte Mann war. Und so wie das aussieht, sind die Pfeile wieder da. Nee, das ist nur ein Reisebogen. Dann muss ich wohl danach mich nochmal nach Hateno porten und Pfeile kaufen. Ach, es ist ein Schwein. Na, wenn es mir schon mal so in den Speer reinläuft, dann lasse ich das nicht leben. Das war gerade mehr Zufall, aber trotzdem war es gut. So, hoffen wir mal, dass wir überleben. So, und jetzt rennen wir weg. Weil ich fühle mich noch nicht bereit, gegen den zu kämpfen. Vielleicht dann, wenn ich die Rüstung habe, die ich in Hateno kaufen will. Wow. Ich glaube, hier sind wir erstmal sicher, aber hier gibt es anscheinend noch einen Croc. Da wir mit den Samen unsere Taschen erweitern können, nehmen wir natürlich jeden davon mit. Oh, die Truhe holen wir uns. Ja, die Verstärkung wird dir nichts bringen. Das ist ein Holzpfeil. Klar, der hat doch Holzpfeile verschossen. Yeah, ich habe wieder einen Pfeil. Hier noch ein Horn. Vielleicht sind in der Truhe auch Pfeile. Wäre mir ganz willkommen. Nee, Nopal, auch gut. Ich glaube, auch auf dem Plateau gibt es noch sehr, sehr viel zu entdecken. Aber das können wir auch noch später erkunden. Oh, das hat mich einfach umgefahren, das Ding. Ach, umgefahren, überrannt. Und Fahrerflucht.
zum Pferd oder... Ja. Ach so, wir sollten ja zu der Dame. Zu der alten Frau. Dann porten wir uns nach Kakariko und von dort, dann reden wir mit der Frau, dann nehmen wir wieder die andere Quest an, weil das hat es anscheinend gewechselt, als es die Quest aktualisiert hat. Und dann Schildschlittern. Halte im Laufen den Schild vor dich. Springe und drücke A, um dich auf ihn zu stellen. Damit tust du dem Schild zwar keinen Gefallen, kommst dafür aber schnell ins Tal. Aha. Die Tipps sind richtig nützlich. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Aber nicht mit dem guten Schild, den ich gerade benutze. Der ist nämlich wirklich sehr hilfreich. Sondern... Hier, ein Bockschild, den braucht keine Sau. Haha, das ist ja so cool. Oh. Ja, das sollte man dann vielleicht doch nicht machen, aber... Das ist awesome. Das ist richtig cool. Oh, Quest. Na sowas, bist du auch ein Reisender? Mein Herz schlägt für die Malerei, musst du wissen. Auf der Suche nach schönen Landschaften reise ich durch die Welt. Und nur unter uns. Hier bei diesem Dorf soll irgendwo eine Quelle einer großen Fee sein. Die muss ich sehen. Diese mysteriöse Quelle soll nicht nur wunderschön sein, sondern auch geheimnisvolle Kräfte verleihen. Meine Nachforschungen haben mich zu einer Stelle geführt, an der sie sein könnte. Aber das war's auch. Die Quelle selbst konnte ich nicht finden. Du als ebenfalls Reisender kennst doch sicher das Gefühl, wenn man die perfekte Aussicht gefunden hat, oder? Ja, das verstehe ich. Das habe ich mir doch gleich gedacht. Als ich dich gesehen habe, war mir klar, dass du Schönheit zu schätzen weißt. Naja, wenn du da die Fee suchst, ist das ein bisschen falsch. Ich habe die ungefähre Lage der Quelle der großen Fee ausgeknobelt, aber gefunden habe ich sie leider nicht. Ich wollte gerade nochmal mein Glück versuchen. Möchtest du mich begleiten? Ach, na, dann machen wir das halt erst. Aus dieser Antwort hatte ich gehofft. Mir nach. Scheiß mal drauf, dass wir wissen, wo die sind. Wo die ist. Und dass wir auch schon von ihr unsere Kräfte erhalten können. Diese Verbesserung. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ach toll, du hast die Echse vertrieben. Ich habe mir gerade überlegt, wie ich am besten an sie rankomme. Ich entwickle diesem Typ gerade einen abgrundtiefen Hass. Der läuft auch so komisch. Wenn man die Äpfel immer ins Feuer legt und daraus Röstäpfel macht, kann man die ganz gut zum Heilen benutzen, weil man hat so... man findet einfach so viele, wenn man alle aufnimmt. Wie viel habe ich? 57. Kannst dich mal ein bisschen beeilen. Ja, was ist denn jetzt mit dem los? Es ist einige Jahre her, dass ich... war es nicht leicht, an Informationen zu kommen. Die Dorfbewohner tragen alle das Gleiche. Und so habe ich versehentlich dieselbe Person mehrmals befragt. Schon war ich nicht mehr einfach nur verschroben, sondern gleich verdächtig. Aber wenn ich eine schöne Aussicht sehe, ist mir egal, was die Leute denken. Wir sind fast da. Bei diesem Wetter sollten wir uns besser beeilen. Ach, der muss nur Pause machen. Ich bin so müde, Bergsteigen ist nichts für mich, ich kann nicht mehr weiter. Die Quelle der großen Fee soll hinter diesem Schrein sein, heißt es, aber hier geht mir immer die Puste aus. Außerdem gefällt mir das Wetter nicht, ich brauche ein Päuschen. Wenn du die Quelle findest, vergiss nicht mehr ein Bild davon anzufertigen. Ich soll ein Foto machen. Was ist denn das? Och, es ist weg. Ach, das war dieses Kaninchen, was man... ja, irgendwann habe ich mal was darüber gelesen und man soll einen Pfeil drauf schießen.
Nee, hier muss ich nicht hin, aber die Feen würde ich mir gern mitnehmen. Verdammt, es war nur eine da und die ist jetzt auch weg. So, einfach mit ihm reden oder muss ich ihm irgendwie das Bild zeigen? Ist ein verborgenes Mysterium. Hab sie gefunden. Ja, gefunden. Verstehe, verstehe. Was? Wie bitte? Ist das dein Ernst? Willst du mich rollen? Hast du auch ein Bild von diesem Ort? Wenn ja, dann zeig es mir. Das ist jetzt die Quelle der großen Fee? Sie ist wirklich schön. Aber ich hatte sie mir irgendwie mystischer und eleganter vorgestellt. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du für mich danach gesucht hast. Ich würde mich gerne revanchieren, aber ich habe nichts Passendes bei mir. Ich hab's! Du suchst doch sicherlich auch ab und zu bestimmte Orte. Ich habe auf meinen Reisen ganz Hyrule gesehen. Da kann ich dir sicher auch einmal weiterhelfen. Da weiß ich was. Ein großes Tor und dahinter verschneite Berge. Ah, das kenne ich. Wenn du von diesem Dorf aus eine Weile nach Osten gehst, findest du einen solchen Berg. Er heißt Ranelle-Spitze. An seinem Fuße liegt das Neidra-Schneefeld. Westlich davon müsste das Tor stehen. Was für ein Glück, dass ich den Ort erkannt habe, was? Ich hoffe, das hilft dir weiter. Ja, das war ganz hilfreich. Ach, der Boxschild ist zerbrochen und man nimmt Schaden und ich fall gleich. Oma, ich bin zu Hause. Wann gibt's Essen? Dadurch, dass du die Erinnerung der Prinzessin miterlebt hast, ist auch ein Stück deiner Vergangenheit erwacht. Bevor ich es vergesse, sollte ich dir das hier geben. Och, das ist es. Das Reckengewand. In alter Zeit durften nur die 5 von Königshaus Hyrule ausgewählten Recken diese Kleidung tragen. Der Träger kann die Kraft von Monstern erkennen. Das ist ja übelst abgefahren. Das ist dein Gewand. Die Prinzessin hat es in meiner Obhut anvertraut. Ach, ich muss eine alte Frauenstimme machen. Ich will euch ja unterhalten. Du hast das einste das passt nicht ganz. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es letztens gemacht habe. Du hast es einst erhalten, als du dein Recke geworden bist. Geh sorgsam damit um. Tasche. Ja, das gefällt mir schon ziemlich gut. So. Drei antike Schrauben, antike Achseln, antike Reaktor, mein Held. Ach, ich habe gar nicht mehr so viele Quests. Oder werden immer nur die von dem Gebiet angezeigt. Nee, mein Held ist in einem anderen Gebiet. Da würde ich jetzt ja lieber zur Ranelle-Spitze gehen. Können wir uns direkt zu dem Schrein teleportieren? Waren also schon ganz in der Nähe. Und irgendwann muss ich auch mal diesen Wald mit den Crocs finden, damit ich meine Taschen weiter erweitern kann. Ja, doch. Komm schon, Zelda. Also, Ladebalken, Zelda. Yamagana-Schrein. Oh, was wir schon alles für Schreine abgelaufen sind. Schon ein paar. Ich mag den Gleiter. Der ist wirklich nützlich. Aber irgendwie bin ich falsch. Super. Brauche ich hier einen Spaten oder sowas, um zu graben? Ja. Hallo, wie geht es dir? Kann ich dir helfen? Quelle der Weisheit.
Man sagt, an der Quelle der Weisheit haben die Prinzessin von Hyrule immer schon heilige Rituale durchgeführt. Wir einfachen Leute gehen da nicht hin, so viel ist klar. Hast du sonst noch Fragen, Ranellespitze? Ah. Von Ateno aus kann man die berühmte Ranellespitze sehen. Das ist ein besonders imposanter Gipfel. Über die Ranellespitze erzählt man sich so einiges. Dort soll die Quelle der Weisheit liegen. Okay, ich muss also einfach nur hoch auf den Berg. Was machst du? ups. Oh, hier sind Rüstungskarpfen drin und die können nicht wegschwimmen. Für die Sportkröte. So, noch einer da. Ja. Okay, Leute, das wird jetzt ein bisschen... Ja. Kletterlastig. Ich würde es einfach sagen, wir klettern die ganze Zeit. Moment, was ich noch machen wollte... Habe ich ein ordentliches Schwert? Was ist mein schwächstes Schwert? 20, 15, 26, 15... Genau, so findet man nämlich diese Ausdauerschrecken. Wenn man hier Gras... Es waren jetzt zwei, ich habe nicht eine bekommen. Das zeugt wieder von meinem Skill. Hyrule-Reis, den konnte man irgendwo in einem Laden kaufen. Ich hoffe, das Schwert wird dadurch nicht abgenutzt. Ich meine... Ich treffe ja nichts. Dr. Medrasen. Verdammt. Da waren zwei Ausdauerschrecken. Jetzt kriege ich nicht mal mehr eine. Es war so es ist so klar. Es ist ein Wunder, dass es keine 10 waren, die alle weggeflogen sind. Ah! Entschuldigung, Ausbruch von Euphorie. So, nur ein verrostetes Schwert. Nein! Bleib da, renn nicht weg! Oh! Ich muss am besten das kaputt machen und dann mich sofort ducken. Oder einfach schnell genug sein. Weil, wie gesagt, mit den Ausdauerschrecken kann man Medizin herstellen. Ich würde hier gerne erstmal eine Pause machen, weil es regnet, aber... Oder besser, es ist Nacht. Ich würde gerne eine Pause machen, aber es regnet. So ist, so wird ein Schuh draus aus dem Satz. Nee, auch nicht. Ist egal, vergessen wir es einfach wieder. Vielleicht kann ich hier drin Feuer machen, aber das wäre wahrscheinlich nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von einer Pulverexplosion gehört habt. Sowas kann passieren. Das ist früher oft in alten Mühlen passiert. Dieser ganze Staub von Mehl oder generell Staub, der kann sich entzünden und dann entzündet sich jedes kleine Mehlstaubkorn in der Luft und das entzündet wieder andere Mehlstaubkörner und so geht die ganze Mühle in die Luft. Ah, nein! Das ist aber auch wirklich so doof. Ich will einfach nur die Nacht möglichst sicher irgendwo verbringen und es fängt immer an zu schiffen. Ich glaube, ich muss weiter hoch bis zum Institut. Ah, verdammt. In die falsche Richtung weggeflogen. Weil da oben ist es schon und vom Institut ist es gar nicht so weit. Scheint es zumindest.
Ja, ich suche jetzt hier nicht weiter Ausdauerschrecken, das dauert einfach zu lange. Oh Mann, das sieht aber doch nach einem ganz schönen Weg aus. Oh Mist. Habe ich eigentlich wieder Pfeile? Nee, das wird nichts. Ich brauche ein Schild. Das geht ja super. Man kommt... Oh! Man kommt einfach so schnell Abhänge runter. Ist das klasse. Eine Maxi-Rübe. Seltene Knolle. Cool, wir haben eine seltene Zutat gefunden. Wieder eine Maxi-Rübe. So selten kann sie ja nicht sein. Ja. Verdammt, den Glutling wollte ich... Ich kann... Oh, es gibt so viel zu tun, ich vergesse einfach alles. Damit kann man nämlich... Ich denke mal, die wachsen genau hier, weil man sich was Warmes kochen soll. Aber vielleicht klappt es auch mit dem Gewand. Sobald ich sehe, dass die... Ja... Temperatur runtergeht. Link, frier nicht. Das ist auf jeden Fall ziemlich lustig. Oh. Die bisherigen Schutzmaßnahmen reichen nicht mehr aus. So geht das also. Vielleicht, wenn ich was esse. Aber ich habe nur... scharfen Grillteller. Den will ich nicht unbedingt benutzen. Außerdem komme ich nicht mal bis hoch. Ich denke mal, ich soll irgendwas mit dem Glutling machen. Ich laufe mal hier noch kurz ein bisschen durch die Wälder. Danach porte ich mich mal zurück. Ich wollte eigentlich das Glühwürmchen haben. Ja, okay. Oh, man findet hier einfach so viel und ich kann mit den allen nichts anfangen. Ach Mist. So, jetzt porten wir uns hoch zum Institut. Und red mal mit den Typen, weil es wird ja wohl nicht wichtig sein, welchen Glutling ich fotografiere. Also wenn er jetzt genau den draußen erkennt, ja, dann klar, sicher. Den Laden muss ich dann auch nochmal runter nach der Rüstung gucken. So. Ja. Guten Abend. Hast du ein Foto des Glutlings aufgenommen? Jawohl. Du scheinst den Glutling fotografiert zu haben. Vielen Dank. Gut, es ist nicht wichtig, welchen. Öffne dann einfach das Hyrule-Handbuch und registriere das Foto des Glutlings. Dann kann der Shika-Sensor bloß dir Glutlinge in deiner Nähe anzeigen. Da auf dem Tisch liegt ein kleines Traktat über seine Verwendung. Lies es am besten mal kurz durch. Ja, klein. Und wo du schon so ein schönes Foto gemacht hast, bringst du mir 3 Glutlinge. Im Expa-Wald nördlich von hier müssen welche wachsen. Suche sie mit dem Shika-Sensor Plus. Ja. Oh, du hast Glutlinge gefunden. Könnte ich dann 3 von deinen Glutlingen... Ja, toll. Ja, in Ordnung. Vielen Dank. Hier, ich möchte mich erkenntlich zeigen. Oh, okay. Moment, jetzt möchte ich erstmal gucken wegen dem Hyrule-Handbuch.
cool. Kann man auch rostige Zweihänder und so als Suchobjekt festlegen? Ja. Das heißt sogar Gegner und alles. Wow, wie cool ist das denn bitte? Obwohl natürlich Ivarok jetzt nicht wirklich... Der gibt einen Haufen Erz. Opal, Rhodonit. Glutling in der Nähe. Vermutlich jetzt hier draußen. Nee, der führt mich nur wieder darunter in den Wald. Okay. So, dann spreche ich erst nochmal mit dem Typen. Ja, das machen wir jetzt noch schnell. Hey, ich habe einen Tipp für dich. Der Musik in deinen Ohren sein... ich habe einen Tipp für dich, der Musik in deinen Ohren sein sollte, Link. Ich kann dafür sorgen, dass dein Shika-Sensor plus mehr Dinge finden kann. Hallo? Du darfst ruhig ein bisschen überrascht sein. Ich freue mich auch, aber Link vielleicht nicht. Nur vielleicht sollte ich es etwas genauer erklären. Während meiner Forschung, habe ich bemerkt, dass unser Leitstein alte Fotos enthält. Wenn wir diese Fotos extrahieren und deinem Hyrule-Handbuch hinzufügen, dann hast du es viel einfacher mit deinem Shika-Sensor Plus nach Dingen zu suchen. Wie einfacher? Naja, einfacher halt. Ist dir vielleicht noch gar nicht klar, wie praktisch der Shika-Sensor Plus ist? Doch. In Verbindung mit dem Hyrule-Handbuch kannst du nach allem suchen, wovon du ein Foto registriert hast. Und mit Hilfe unseres Leitsteins können wir dein Hyrule-Handbuch fehlenden Fotos hinzufügen. So findest du bald jede gewünschte Zutat im Handumdrehen. Das könnte auf deinen Reisen echt hilfreich sein, oder? Soll ich es noch einmal erklären? Passt schon. Gut, dann setze am besten sofort deinen Shika-Stein in den Leitstein ein. Dich, das süße Leinsteinchen, einfach so benutzen zu lassen, kommt mir irgendwie falsch vor, aber andererseits bin ich auch sehr gespannt, was passieren wird, deshalb wollen wir mal eine Ausnahme machen. In Ordnung. Ich glaube irgendwie, die hat eine sehr innige Bindung zu diesem Shika-Stein, das ist ein bisschen gruselig. Weil, guckt euch mal die Form an. Von oben. Shika-Stein erkannt, Foto wird im Hyrule-Handbuch hinzugefügt. Oh, der Pilz sieht selten aus. Das Hyrule-Handbuch wurde aktualisiert. Oh, das ist ja... Es scheint, als hätte das Hyrule-Handbuch verlorenes Wissen zurückerlangt. Das Foto aus dem Leitstein wurde in dein Hyrule-Handbuch übertragen. Das geht bei jedem Bild nur einmal. Denk daran, bevor du Bilder mit deinem eigenen Foto überschreibst. Die restlichen Lücken kannst du füllen, indem du mit dem Fotomodul Bilder aufnimmst oder mit Hilfe des Leitsteins. Das nächste Mal, wenn du das Leitsteinchen benutzen willst, musst du aber bezahlen. Damit unterstützt du unser Institut. Die Chefin hat gesprochen. Gut, das muss ich mir jetzt kurz noch angucken. Tut mir leid, Leute, aber es ist einfach... Krass, wie viel die hier eingebaut haben und es ist so cool. Frostling. Dieser Pilz wächst in kalten Klimazonen an den Stämmen von Nadelbäumen. Er fühlt sich kalt an und befähigt als Kochzutat den Körper selbst Wüstenhitze zu ertragen. Nee, suchen muss ich den jetzt nicht. Ich suche eher... Also wir machen jetzt hier Schluss, Leute. Ich kann kaum noch aufhören. Das nächste Mal dann noch ein paar Glutlinge suchen und dann kochen wir mal wieder ein bisschen um... da hochzukommen. Ich denke mal, es werden viele, viele Glutlinge nötig sein. Aber vielleicht finden wir dort auch Frostlinge. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!